SPD-Fraktion und wir würden das gleich mit verbinden mit dem Ersetzungsantrag der vom 24.10. des Herr Engel. Bitte schön. Sehr geehrter erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, Dresden ist Spitze, Dresden ist ganz vorne, Dresden ist der Rangliste auf dem ersten Platz zu finden. Das ist in meisten Fällen, wird uns das ja als Stadtrat freuen. Es gibt aber auch Konstellationen, wo uns das als Stadtrat dezidiert nicht freuen sollte. Und es gab im Frühjahr diesen Jahres einen ganz lesenswerten Vergleich zwischen den deutschen Halbmillionenstädten, also die Kategorie von Städten wie Nürnberg, Hannover, Bremen, Düsseldorf und so weiter. Sie kennen das alle. Und Dresden hat es da tatsächlich auf Platz 1 geschafft, nämlich bei den Menschen, die entweder eine schwere Verletzung im Radverkehr auf unseren Straßen zu erleiden hatten oder eben auch tatsächlich dabei verunfallt sind. Also bei den Schwerverletzten und Toten, nicht nur Radverkehr, sondern allgemein, hat es Dresden immerhin da auf Platz 1 aller Halbmillionenstädte geschafft, auch wenn man es nach der Bevölkerungszahl gewichtet. Im Jahr von 2020 bis 2022 insgesamt 538 Schwerverletzte und 5 Tote. Und es stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, warum ist das in Dresden so? Warum sind diese Unfallzahlen in Dresden um 60-70% höher, als sie zum Beispiel in Leipzig sind, in Hannover sind oder in Bremen sind? Ist das in Dresden einfach so naturgegeben? Woran liegt das vielleicht? Und da sollte man sich natürlich als Stadtrat schon auch die Frage stellen, tun wir denn alles, um tatsächlich dieser Situation auch entgegenzutreten? Prüfen wir alle Maßnahmen, die tatsächlich zur Verfügung stehen könnten, um Radverkehr auch in unserer Stadt sicher zu machen? Und es gibt da aus Sicht der SPD-Fraktion Möglichkeiten, die in dieser Stadt noch nicht genutzt und aus meiner Sicht noch nicht mal ausreichend geprüft wurden. Es ist so, dass es in anderen Städten in Deutschland schon seit einigen Jahren zum Teil das Instrument von sogenannten geschützten Radfahrstreifen auch gibt, sprich Radfahrstreifen, die eben nicht nur aus Farbe bestehen, sondern wo man sich auch als Stadt Gedanken macht, wie man die auch darüber hinausgehend auch sichern kann. Diese Instrumente, es ist mittlerweile nichts Exotisches mehr, insbesondere im Ausland kann man das an ganz, ganz vielen Stellen auch besichtigen. In Leipzig gibt es das auch an einzelnen Stellen, jetzt auch nicht flächendeckend, aber es gibt es und es ist, wird dort tatsächlich auch eingesetzt, um an einzelnen Stellen den Radverkehr auch nochmal sicherer zu machen. Und es geht dann zum Beispiel darum, irreguläre Überfahrten zu verhindern, Stellen, wo exzessiv tatsächlich Radwege auch zugeparkt werden, diese entsprechend damit dann auch zu sichern. Klar ist für uns als Fraktion auch, das ist kein Allheilmittel, das wird nicht flächendeckend überall funktionieren und es hat tatsächlich an einigen Stellen natürlich auch Nachteile und es muss sehr, sehr sorgsam abgewogen werden. Deswegen geben wir in diesem Antrag der Verwaltung einen klaren Auftrag. Wir wollen einfach eher sagen, bitte schaut euch dieses Thema intensiver an und geht tatsächlich das Thema auch zusammen mit möglichen Betroffenen auch an, mit Stadtreinigung, mit Rettungsdiensten, eben auch mit zum Beispiel Vertreterinnen und Vertretern von Interessenverbänden. Schaut euch das da intensiv an und macht uns Vorschläge, ob das geht und wenn ja, wie das geht. Ja, ich weiß, das Thema wird sicherlich bei einigen hier gleich wieder für ganz hohen Puls sorgen. Damit können wir gut umgehen. Ich würde aber einfach darum bitten, sich das doch einfach mal sachlich anzuschauen. Herr Kühn wird dann sicherlich irgendwann einen Bericht liefern und dann kann man gerne darüber sprechen, ob das angemessen ist oder ob das nicht angemessen ist. Unsere Überzeugung als Fraktion ist, dass wir mit dem jetzt hier geänderten Antrag, wir haben einen Ersetzungsantrag, wo noch mal ein paar Aspekte der Linksfraktion jetzt auch mit beinhaltet sind, dass wir mit diesem geänderten Antrag tatsächlich eine gute Grundlage schaffen. Weil unsere Überzeugung ist, dass Farbe alleine, allein weiße Farbe auf einer Straße ist keine Radverkehrsinfrastruktur, da braucht es mehr. Und dazu ist dieser Antrag aus unserer Sicht ein guter Beitrag. Vielen Dank. Vielen Dank und wir würden mit den gemeldeten Rednern weitermachen. Thomas Laczynski? Nein, dann Herr Lorek? Ich ziehe zurück. Geht auch zurück. Gibt es weiteren Redebedarf? Ist nicht der Fall. Schlusswort? Auch nie. Dann würden wir zur Abstimmung kommen. Ich würde zunächst den Ersetzungsantrag SPD-Fraktion 24.10. zur Abstimmung stellen. Wer hier zustimmen kann, den bitte ich um das Stimmzeichen. Mit 29 Ja, 33 Nein, 3 Enthaltungen keine Mehrheit bekommen.
Damit würden wir den federführenden Ausschussbericht abstimmen. Hier der Hinweis, wer hier zustimmt, lehnt ab. Und ich bitte um Abstimmung. Mit 33 Ja, 28 Nein, 4 Enthaltungen dann entsprechend abgelehnt. Also was die Intention des Antrags SPD angeht. Deswegen würden wir zum Ursprungsantrag der SPD-Fraktion kommen. Den stelle ich jetzt zur Abstimmung. Mit 21 Ja, 36 Nein, 8 Enthaltung, entsprechend keine Mehrheit bekommen. Dann gehen wir zu Punkt 26, Betrauung der Objektgesellschaft Kongresszentrum.